kennengelernt, vorher und nachher nicht, der so die indianische Philosophie so verinnerlicht hat und gezeigt hat wie Pierre Brice. Ein wunderbarer Mensch, ein toller Kollege, es hat sich eine schöne Freundschaft angebahnt und ja, ich vermisse ihn. Das ist schon sehr ungewohnt. Er war ja doch hier, wenn er hier war in der Westernstadt, sehr präsent. Und wenn man jetzt hier durch den Park geht, durch die Stadt und man weiß, er ist nicht da, er wird auch nicht wieder kommen, es ist sehr, sehr anders. Und der Fred wäre auch jetzt stolz, wenn er euch hier sehen würde, dass ihr gekommen seid, dass ihr das, was er realisieren will, auch zukünftig wollte, dass es von euch mitgetragen wird. Ich darf das sagen als ewig langer Weggefährte von Fred. Und ein Mensch ist ja nur dann tot, wenn er vergessen ist. Und wenn er nicht vergessen ist, ist er immer unter uns und so sollten wir mit ihm umgehen. Carmine. Carmine. Karl-May-Festspiele, die gesamten Bücher, die alle vor uns liegen, natürlich mit Fred Reiters bildet alles eine Einheit. Und hier ist Wunderbares geschaffen worden. Ich hoffe nur, dass heute im Schatz im Silbersee es nicht die Urfassung genau gibt, denn die war schon sehr grausam. Hier sind auch Kinder da, also ihr lasst schon das weg, was da in den Büchern. Ich habe noch einmal. Wir 2017 noch da stehen, wenn wir die Urfassung sehen. Genau so ist es. Also viele von euch, also zumindest die in meinen Jahrgängen sind, die Bücher auch noch unter der Bettdecke gelesen haben, weil so war, die haben noch auch die Urfassung da gelesen. Wir rasten hier. Vor uns liegt das Silbertal. Dort gibt es Wasser für die Pferde. Männer, das ist sie. Die eine Hälfte des Planes vom Schatz im Silbersee. Wir waren unterwegs zur Butler Farm und hielten Rast am Red Fork. Nitropan Humosh grüßt Old Shatterhand. Und ich grüße den kleinen Bär. Letzter der Tonkabas. Wächter vom Silbersee. Mein Vater hat die Hälfte eines wichtigen Planes bei sich. Von einem Schatz im Silbersee. Er hat ihn von einem Tonkaba bekommen. Der große Geist hat uns zusammengeführt. Mein Auge ist dein Auge. Mein Herz ist dein Herz. Nein! Volk der Utahs, dies ist der Tag des vollen Mondes. Wir erwarten die Häuptlinge der großen Stämme, um Rat zu halten. Es ist ehrenvoller zu sterben, als in Knechtschaft zu leben. Ich, Obuzawat, Häuptling der Utahs, sage Krieg! Kraft der Ahnen muss das heilige Feuer werden uns beschlossen. Seite. Noch heute wird Winnetou eintreffen, um Mutter wahr zu berichten. Winnetou.
er sagt, dass ich euch nicht töten will. Kann. Nur passen, Miss Edwards. Ihr seid mein Gast. Mrs. Adler verlässt die Erde mit seinen Flügeln. Das Medizinrad verleiht uns jene Flügel. Aho. Rausbuhren! Ihr solltet nicht alleine durch das Indianerland reiten. Ihr habt mir das Leben gerettet. Wer seid ihr, Mister? Man nennt mich Old Shatterhand. Verblendet, der ist blind bei Tag und bei Nacht. Schneid euch, Saubande!